und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von LPT Minecraft. Heute wieder mit dem guten Dark Frozen 1 und der lieben Saugeneid. Die sind auch beide wieder bei mir im Teamspeak, die schalte ich sofort dazu. Und heute haben wir uns als Ziel genommen, die Kirche fertig zu machen. Dark Frozen müsste schon dran sein an der Arbeit, beziehungsweise hat er hier schon losgelegt mit der Dekoration von außen. Denn da hat noch einiges gefehlt. Von innen fehlt praktisch nur noch zwei Räume, nämlich hier diese Tower, die sind von innen hohl. Und da machen wir unten Beichtstühle rein, haben wir zumindest mal geplant. Und damit befasse ich mich jetzt gleich, so dass die Kirche dann auch mal fertig ist und wir das abschließen können. Danach muss man mal gucken, irgendein Bauprojekt haben wir noch, zum Beispiel den Turm. Da können wir dann auch sofort weitermachen, beziehungsweise in der neuen Aufnahme dann mit dem Turm endlich mal beginnen. Dann schalte ich die zweimal dazu. No, das heißt so, da bin ich. Hallo. So, und ich brauche Eichenholz, haben wir gesagt, ja? Jo. Genau. Du hast von außen schon dekoriert, habe ich gesehen. Das ist richtig. Wir müssen bloß noch innen die Beichtstühle fertig machen. Hattest du da schon angefangen? Nein. Du könntest die Decke als machen in den Dingen mit dem Laub. Weißt du, was ich meine? Kann ich machen. Das mache ich jetzt gleich. Bin ich sowieso gerade im Lager. Quarz, Eichenholz. Ui, die Kisten sind ja auch schon wieder voll. Mensch, da ist aber jemand fleißig. Hi, Sago. Ah ja, was ich noch gar nicht gezeigt habe, wir haben unsere Öfen von oben nach hier hinten verlagert. Hier mal eine neue Lagerreihe dadurch zu bekommen. Vorne ist ja immer das Zeug drin von Dark Frozen, was er noch verhütten muss. Hier sind dann so teilweise halbautomatische Öfen. Halbautomatisch, weil man, was man gebrannt hat, immer selbst rausnehmen muss. Also automatisch funktioniert das nicht. Und hier noch für Dark Frozens Lieblingsreihe, die Öfenreihe, mit denen er, mein Gott, sein Verhütter immer ganz schnell nach oben bringen kann. So, aber jetzt gehen wir mal in die Kirche zu dem. Also, man muss eigentlichen. Man muss dazu sagen, wenn ich die ganze Wand anmache mit Holz zum Durchbrennen zur Holzkohle, dann bekomme ich ungefähr ein Level Verhütter hoch. Und das ist also ein Level von, ich bin jetzt glaube ich, oh, ich kann nochmal schnell nachschauen, Verhütter bin ich Level 91 mit einem Stern, also kann ich demnächst schon wieder auf den zweiten Stern erweitern. Aber wie willst du hier Dings reinmachen? Stimmt. Die sind ja, wenn die 5 breit wären, würde das gehen. Ja, gut. Wir bräuchten hier vorne zwei Türen. Ja, zwei Türen. Beziehungsweise. Dann machen wir einfach. Nein, sie müssten 5 breit sein, weil in der Mitte müsste eine Wand sein, damit du links in die eine Tür und rechts in die andere könntest. Das kann man jetzt nicht mehr versetzen. Hast du meine Spitzhacke für mich? Ich will mal was gucken. Eine gebrochene Spitzhacke habe ich hier. Ja, das reicht. Theoretisch bis hierhin würde es gehen. Ah, das ist doof, ne? Das nützt uns nicht viel. Aber wir können das hier außen ruhig angleichen. Das ist nicht so tragisch. Das sieht man nicht so doll. Wenn ich hier das 3... mal, das, ich denke, das sollte man hinkriegen. Ich baue einfach mal hier so. Denke, das ist noch machbar und das schaut auch noch ziemlich gut aus. Ich mach das zurück, das sieht doch nicht so aus. Bau es nochmal so hin, wie es war, bitte. Ja. Thank you.
So, ein. Zack, zack, genau. Okay. Jetzt hier noch die. Muss ich gucken, wie habe ich das Quarz gesetzt da an? Ja, was sollen wir da jetzt reinmachen? Ja, in die Beichtstühle nicht reinpassen. Dann, gute Frage. Und wenn wir es diagonal machen, und du die Wand diagonal reinziehst. Und dann? Den Eingang für den Pfarrer. Oh, hier kommt schon, hier ist schon offen, das wird auch nichts. Naja, theoretisch können wir das ja noch aufmachen, das fällt ja schon gar nicht auf. Wenn du dann die Wand diagonal machst, wie weit können wir hier gehen? Ja, würde gehen theoretisch. Also so, zack, zack, und wenn man das hier noch genauso macht. Du musst hier eh noch eine Reihe Steine reinmachen da oben, ne? Was machst du denn jetzt? So hast du dann zwei Eingänge. Einer ist hier. Kann ich den hier noch wegnehmen? Nee. Aber dann könntest du Wand ziehen, zum Beispiel hier. 1, 2, 3, 4. Soll ich mal, warte, ich setz mal einfach hier Laub, dass du siehst, wie ich das meine. Ja, genau. Dann hast du zwei ungefähr gleich große Räume. Wo kommt das Gitter hin? Wo sollen die sitzen? Hier eine Bank hin oder was? Ja, und hier hinten eine Bank hin. Und dann hier eine Bank hin. Und dann da drüber das Gitter. Ah, das sieht nicht. Dann musst du, dann setz mal den Holz, also das Holz hier hin. Oder warte, ich habe eine Axt dabei. Ja, dann könntest du hier hinten das Gitter hin machen. Hier. Die müssen sich ja nicht gegenüber anschauen. Dann machst du hier eine Bank hin und hier vorne eine Bank hin. Und das Gitter ist hier hinten als Sprachrohr sozusagen. Meinst du? Ja. Nee, wenn, dann mache ich hier die Bank hin und da die Bank hin. Und dann da ein Gitter. Ja. Dann mach. Fang schon mal an hier oben. Guck mal, soll man es so machen oder so, so wie du es eben hattest? Nee, mach ruhig. Ach, du wolltest es so hochziehen? Nein, eigentlich nicht. Boah, wer tippt denn da so laut? Ich wahrscheinlich. Besser? Ja. Ja. Mal indirekte Beleuchtung durch diese Seelaternen. Die fackeln nicht mehr. Okay. Nee, hier im Chat. Guten Flug, ihr beiden, schreibt mir eine Postkarte. Und davor hat Ena auch was geschrieben mit wegen der Lufthansa. Lufthansa streikt eh bald. Wir am Boden bleiben. Ja, das sieht doch super aus. Auf dem engsten Raum den größten Nutzen rausgeholt. Achso, auf die andere Seite auch noch einen Beichtstuhl? Ja, kannst du es da noch umbauen? Ja, hast du Quarz und Kohleblock noch dabei? Nee, oder? Nee, aber du kannst ja unten drunter rausreißen unter deiner Mauer. Die du da gemacht hast. Mauer? Die du hochgezogen hast, da so. Könntest du doch theoretisch unten drunter das rausreißen. Und hier ja dann auch.
mir doch ernsthaft das Laub ausgegangen. Tja, schauen wir, wie ich es holen. Was kann sein? Vielleicht in der Kiste. Hast du eigentlich schon das erweiterte Texture Pack jetzt drin mit den neuen Bildern? Ja, habe ich drin. Und wie findest du die neuen Bilder? Die sind ganz cool eigentlich. Ganz nice, ne? Also, was da dabei ist, finde ich eigentlich ganz cool. Naja, nicht alles passend zu einer Kirche. Der Drache hier ist etwas merkwürdig. Ja, wir können ja dann nochmal durchklicken, was es so gibt. Warum denn? Es gibt auch heilige Drachen. Aber zum manche Beispiel Bilder der japanische. Wie das Abendmahl oder so, das ist natürlich. Das letzte Abendmahl, das ist natürlich passend, passt natürlich sehr gut. Die Hobbit-Hülle ist jetzt auch etwas merkwürdig für die Kirche, aber. Es sind halt Kirchengemälde. Vor allem die Landkarten finde ich ganz geil, die dabei sind. Hier drüben hängt so eine riesengroße Landkarte. Ich habe die Bilder gerade geguckt. Ja, bei mir in der Schmiede jetzt auch. Haben wir irgendwo noch Bücherregale? Ja, ich glaube hier außen in der Kiste liegen noch welche. In unserer Baukiste. Guckst ja, du mal gerade? Da ist noch ein Stack drin. Ah, super. Ich komme es holen. Und Glas, wo haben wir das? Glas ist da auch drin. Glas ist dort auch drin? Ja, also wir haben blaue Glasblöcken, helle blaue Glasblöcken. Nee, jetzt brauche ich nur noch eine dunkle Holztreppe. Scheiben. Hier ist auch noch Kohleblock drin. Ja, kann ich mir holen, aber ich brauche noch eine dunkle Holztreppe. Hast du sowas? Nein. Also, doch, ich habe Schwarzeichenholz dabei. Kann ich dir bauen, dunkle Holztreppe? Dann bau mir mal bitte 4. Jo, hab ich. Super, ich komme. Liegt da auch mit drin. Ich pack's ganz oben in die erste Reihe, dass du es gleich siehst. Jo. Gitter sind da auch drin, Scheiben sind drin. Da ist eigentlich alles drin in der Kiste. Alles drin, ist ja Wahnsinn. Ja, alles, was du brauchst. Gitter, Ding, oder habe ich recht? Kohleblock, schwarz und. Wo ist das normale Glas? Die normalen Glasblöcke? Ganz normale Glasblöcke. Mal gucken. Ich glaube, Lager, oder? Aber 4 werden nicht reichen. Das ist hellblaues, blaues. Was hast du gesagt? Hier wären noch jede Menge Glas drin. Ja, ich hol dir noch welches. Dann ist kein normal. Also du brauchst ganz durchsichtige, meinst du? Ganz normales, durchsichtiges Glas. Halber Stack, reicht dir das? Ja. Okay. So, bitteschön. Und die Spitzhacke war deine. Danke. Also jetzt muss ich gucken, wie du die Türen hier gesetzt hast. So. Und. Ach so. Jetzt muss ich selber erst meine holen. Ich habe noch gar keine Türen gesetzt. Nee. Aber ich muss ja den Durchbruch machen. Ich muss erstmal mein Werkzeug austauschen. Das kommt raus. Das nehme ich mit alles. Go. Kannst du mir noch Türen mitbringen oder bist du schon wieder da? Ich kann dir Türen gleich organisieren. Ich bin aber gerade schon wieder da. Ich baue schnell die Wand weg. Ich bräuchte mal eine Speditionsfirma. Für was? Abhol, Holz. Bin ach voll. Es so. Wäre schlimm, wenn du voll wärst. Wieso? Wäre bestimmt jetzt lustig. Um die Uhrzeit schon voll sein. Das ist ja viele, da können sie das schon. Und du bist eine davon, meinst du? Nicht wirklich. Hast du zufällig. Ach so, warte, ich guck mal in die Kiste, da müsste Steinziel. Türen, ich mach gleich welche. Abholer! Ach, so. Ach Glas, warte, hier hab ich dir gegeben, ne? Ja, hast du mir gegeben. Abholer. Ja, Moment. Was wollte ich jetzt machen? Ach so, Steinziel. Da. Ich kann gerade trotzdem noch weiterholzen, wo bin ich voll bin. Ja, TPA. Ach nee, ich mach das anders.
Flash Home. Kann ich ja machen. Flash Home, genau. Ist in der Holzkiste? Nee. Nee. Ich bin nur gerade in irgendeiner Ecke. So. Na! Ah, dann sind die nämlich jetzt auch gleich fertig. Hä? So. Drück doch mal Steuerung. Hab ich? Und dann fahr mit der Maus auf ein Item, was du wegwerfen willst, und dann drückst du Q. Dann wirfst du das nämlich weg. Ah! Ja. Das kannst du ganz bewusst, Sago. Ich hab immer die komplett verkehrt gedrückt, gerade. Okay, hör auf, ich bin schon wieder voll. Warte, ich schmeiß. Die volle Folge! Ich schmeiß was weg. Alles, was ich nicht brauche. Ist nur Trash. Ist nur Trash, brauchst du nicht hinterher springen. Warte, das kann ich auch noch weg. Ich stell noch ein paar Fackeln auf, dann kann ich noch ein Stack mitnehmen. Die arme Blume. Die arme Blume. Arme Blume. Arme Blume. Arme Blume. Hab ich Blümelein mitgebracht. Und ertränkt. Wo ist denn jetzt? Hast du noch Holz? Jo. Du Holzwurm. Wo denn? Bei mir drinnen. Wo denn? Bei mir drin. Wo bist du denn? Ja. Oh, jetzt spring ich dir gerade hinterher und dann... Hier, bitte. Gut. Lass dir schmecken. Let home. Aber gut durchgaren. Ja, gut durchgaren. Sonst ist es zu zäh. Das stimmt. Nee, das kommt meinem Ofen zugute. Ich muss wieder sammeln, damit ich die ganze Reihe voll ankriege. Ich krieg ich weiß gar nicht, wie viel Stacks ich Holz in den Ofen reinbekomme, in die Wand. Die Ofenwand. Ich hab wieder die Hälfte geschafft. Also, ja, hab ich auch. Hier die Tür, die Kiste, wenn wir mit der Kirche fertig sind, die müssen wir aber auch mal. Ja, definitiv. Mal ausleeren, ne? Also ja. Einräumen, meine ich. Was sind das für Türen? Ich kann mal gucken. Ja, mal was für schnell. Türen haben wir denn vorne verbaut? Weiß ich nicht, aber Schwarzeichentüren würden ganz gut aussehen. Ja. Ich bring die einfach mit. Weg, hau ab, du Löffel. Spruce Doors oder so steht hier. Spruce ist Fichte. Bring mal die Schwarzeichen mit, dann kannst Nein, du mal das gucken. Sah nichts aus in dem Texturenpaket. Bring bitte die Fichte mit.